Herzlich willkommen jetzt zurück zu einer weiteren Folge von Eurotruck Simulator 2. Folge, ich habe keine Ahnung. Die vorletzte Folge auf jeden Fall für die heutige Session. So. Wäre spannend. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir noch vor uns haben, aber wir haben, glaube ich, noch ein ganzes Stück vor uns. Auf geht's. Aber wenn wir ein bisschen rumspeeden, dann sollte das doch machbar sein. Biege nach links ab. Vor allem, wenn irgendwann der Ring aufhört. Und wir richtig rumspeeden können. Aber so kann man nicht wirklich viel machen. Ich meine, auf den Autobahnen kann man trotzdem schon schnell fahren, aber in der Stadt ist es so doch recht gefährlich. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Bitte rechts halten. Im Kreisverkehr erste Ausfahrt. Nimm diese Ausfahrt. Das war gerade ja schon eng. Heieiei. Dachte schon kurz, wir schaffen es nicht mehr. Was haben wir eigentlich schon wieder für einen Brief? Achso, ja, genau. Dass jetzt überall Garagen kaufen können. Stimmt ja. Oh, schöner Bus. Wow. What just happened? Ich habe doch die Leitplanke gerade gar nicht berührt. Dass über diesen Leitplanken immer diese Kack-Alpha-Wall sein muss, Alter. Ich hab's voll geschafft. Ohne Kacke. Ah, Mann, ey. Also wird's nix. Ich sag ja, mit dem Ring kannst du halt nix machen, so. Ja, wir sind genau da, wo wir aufgehört haben. In der letzten Folge. Ich will sterben. Ich müsste darüber einfach aufhören. Ja. Wir kommen halt hier nicht mal an die Maximalgeschwindigkeit ran, so. Bitte links halten.
Jetzt ist es bei dem Wetter schon zu gefährlich. Ich meine, es ist gut, dass jetzt gerade kaum Verkehr ist. Aber ja. Bitte rechts halten. Oh Mann, ey. Ich glaube, die Wolken lösen sich auf. Oder auch nicht? Die Blabber habe ich gerade echt nicht gesehen. Los, fahrt los. Los, 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 los. Hinter uns ist voll der Wolkenbruch zu sehen, aber es hört sich auf zu regnen. Sehr seltsam. Demnächst links abbiegen. Mal, waren wir schon mal? Oder war ich hier beim Privatspielen schon mal? Weil irgendwie kenne ich hier den Ort. Kann, glaube ich, sogar sein, dass ich privat auch schon eine Garage bei Lati habe oder sowas. So viele Garagen, wie ich mittlerweile privat habe, I don't know. Da verliert man leider schnell den Überblick. Vor allen Dingen, da ich ja ETS kaum noch spiele aktiv, sondern halt nur noch ATS. Von daher will ich sowieso überhaupt nicht mehr, was ich bei ETS überhaupt habe. Ich weiß noch, dass meine Startgarage in Genf ist, also meine Heimatgarage. Aber ich habe halt zig Milliarden Garagen dort.
Von daher keine Ahnung, wo ich da überall Garagen habe. Aber ich meine, hier im Let's Play waren wir auf jeden Fall noch nicht hier, weil sieht man ja, dass im Map-Editor, in der Karte alles grau ist. Von daher. Kann dieser Ring einfach mal aufhören? Dachte, der LKW da vorne war schon Gegenverkehr. Aber nee, zum Glück nicht. Oh. Baustelle. Oh ja, doch, hier war ich auf jeden Fall schon mal. Die Allee hier, die kenne ich. Als Witzige ist halt, egal wie schnell du fährst, der Ring geht immer gerade nach unten, ne? Normalerweise müsste der, je schneller man fährt, desto schneller müsste der auch gegen die Scheibe sich bewegen, also auf einen drauf zu regnen. Was hier halt überhaupt nicht der Fall ist, so. Oha. Lenk doch mal. Aua. Dieser Regen. Oh nein, er biegt ab. Kann ich langsam mal der Regen verschwinden, ey? Alter. Ey, aus. Geh doch. Hast du einen Schaden? Hast du einen Schaden? Oh Mann. Ja, Fahrschein haben wir auch. Jetzt ist der Himmel vor uns hell, aber trotzdem mal noch Regen. Oh, sehr einspurig. Ach hey, kommt der auch bei. Ich glaube, wir kommen bald ein Staudamm. Wenn ich mich richtig erinnere an die Stelle hier. Wobei, hier sieht man schon, gelb, hier waren wir also schon mal. Ja, genau, da hinten ist die Kamera. Ja. Hier ist der Staudamm. Aber das Ding haben wir offensichtlich schon mal gesehen hier. Kann also sogar sein, dass ich das sogar hier von dem Let's Play kenne. Aber wie gesagt, die Kamera ist ja bereits ausgemalt. Also waren wir schon mal. Wieso verlieren wir Geld? Wir haben noch 15.000. Wird immer weniger. Irgendwie haut der gerade alles nicht mehr hin. Ah, der Garagenkauf war eine Katastrophe. Der hat uns nichts gebracht. Das hat uns gar nichts gebracht. Irgendwie kommen wir bei ETS nicht aus dem Pushen, was Geld angeht.
Bonus verdienen. Neu berechnen. Okay, lass uns bitte neu berechnen. Bitte rechts halten. Wie sieht eigentlich hier tankmäßig aus? Da hinten ist ein bisschen abseits. Ich glaube, wir sollten doch direkt hier tanken. Weil der Tank sieht nicht mal so gut aus. Und nochmal. Ja, die Frage ist, was machen wir? Ich meine, wir haben jetzt eine Option, dass wir entweder wirklich einen Auflieger holen. Aber die Frage ist, ob uns das so viel bringt. Oder dass wir lieber sagen, fuck it. Damit uns die neue Garage überhaupt, also überhaupt was bringt, sage ich jetzt mal, platzmäßig. Ja. Ja, okay, wir müssen auch noch reparieren. Das heißt, wir verlieren noch mehr Geld. Ah, ist alles Kacke. Ja, nee. Ich glaube, mit dem Auflieger und mit der neuen Garage war ich eine dumme Idee. Das bringt irgendwie gar nichts. Beziehungsweise mit der Garage war nicht zwangsweise eine dumme Idee, ist aber nur dann eine gute Idee, wenn wir jetzt noch einen neuen Mitarbeiter holen. Also einen neuen LKW und einen neuen Mitarbeiter. Nur dann bringt die Garage was. Wie gesagt, Auflieger ist jetzt sowieso noch schwer. Weil den Auflieger, so wie ich ihn gerne hätte, also Kühlauflieger halt, damit wir auch wirklich verschiedenste Fracht transportieren können und nicht nur normale Trockenfracht. Ja, kostet halt mindestens 30.000. Und das ist halt aktuell definitiv nicht drin.
Ja, komm schon, mach schon. Fahr doch mal. Oh mein Gott. Siehst du? Was mich interessieren würde, können wir eigentlich bei dem großen Auflieger denn überhaupt unsere, also können wir denn da eigentlich auch unsere Lackierung putzen? Nein, nein. Oh. Ah, ist dann einfach dupliziert. Ja, kann man machen. Na doch, kann man machen. Das geht. Aber schon wieder ein Brief. Was denn diesmal? Ne? Hä? Yeah. Auf. Das war eine schöne Fahrt. Ja, sind wir Level 26. So, was heißt hochwertige Fracht? Kriegen wir da was Besonderes? 5%. Ja, doch, machen wir mal.
So, lass uns gucken hier. Was? So. Oh mein Gott. Ja, komm, wir kaufen einfach noch einen LKW. Das macht, wie gesagt, mit Auflieger. Macht aktuell mit unseren aktuellen Finanzen noch keinen Sinn. Das heißt, LKW-Händler. Wir nehmen noch mal ein Volvo, weil wir jetzt die Garage leer haben. Da. Die Frage, was haben wir da jetzt? Ich bin verwirrt. Was? Wie sehen unsere Garagen aus? Herr Kümmetscher? Genau, da haben wir jetzt die Scania. Achso, ja klar, genau. Wir brauchen jetzt noch einen weißen Volvo. Genau. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr bei den Scaniern. Machen wir bis in die nächste Folge. Das macht jetzt. Da muss ich erstmal gucken, wie ich das mit der Lackierung am besten mache. Und ja, das machen wir in Ruhe in der nächsten Folge. Bis dann.